Hallo all ihr wunderbaren Autoenthusiasten da draußen und willkommen zurück. Hey, mein Auto ist fertig. Außerhalb von der Kamera, ihr habt es vielleicht in dem einen Short gesehen, haben wir diese riesigen großen Rostlöcher reparieren lassen, haben sie dann hier unten noch gescheit lackiert und dann den Seitenschweller wieder drauf gemacht. Und jetzt sieht sie wieder gut aus. Sie ist schon durch den TÜV gekommen, keine Sorgen. Und jetzt ist es endlich Zeit, etwas, was ich schon monatelang machen wollte, ist, sie absolut perfekt zu machen. Es gibt noch ein paar Details an dem Auto, die nicht ganz in Ordnung sind und die beheben wir heute. Also legen wir außen los, das ist nur eine Kleinigkeit, und dann geht's in den Innenraum, weil da gibt es eine Menge zu tun. So, da haben wir zuallererst das, was mich außen am meisten stört, dass tatsächlich die blöden Embleme hier total abgegriffen sind. Ich habe zwei neue Embleme besorgt, nehmen wir einen Schraubenzieher und hoffentlich können wir ohne Kratzen dann dieses Emblem runter machen und das neue drauf. Hoffentlich geht's! Wow, das ging schnell! Ja, das ist das Einzige, was tatsächlich... Wo ist es denn das? Das ist das Einzige, was tatsächlich neu drauf gemacht wird. Dann das Neue. Jetzt machen wir ein Unboxing-Video. Oh, das sind die Radkappen. Ups. Wait, what? Sekunde mal. Hier sind sie. Ja, ich hab's falsch erwischt. Das war, was vorher da ich gezeigt habe, das waren die Radkappen. Ich habe nämlich auch schon überall neue Radkappen drauf gemacht. In dem Stil von dem neuen 2016er Logo tatsächlich, weil das ist was, was ich auch machen wollte, dass überall auf dem Auto das, dieselbe Art von Logo drauf ist. Lustigerweise, wenn ich dann fertig bin, die da hinzumachen, ist das einzige, der einzige Ort, wo noch ein altes Logo drauf ist, mein Schlüsselanhänger. Aber den werde ich nicht auswechseln. Ja, dann, wie macht man denn die eigentlich drauf? Wow, das sieht sogar schon so aus, als ob da jemand mit einem Schraubenzieher reingegangen ist. Ich schwöre, ich war es nicht, aber ja, das sieht ziemlich angegriffen aus. Und jetzt kommt das neue Emblem drauf. Das ist einfach eine Klebefläche, also abziehen und drauf machen. Fuck. Halleluja, sie läuft endlich! Scheiße, ist ganz leicht schief. Nein! Das ist nicht original! So, zurück zu unserem Alpha, man hört ihn immer noch. Jetzt ist das Emblem endlich gerade drauf. Jetzt ist es schief. Was? Nee. Was Scherz. Du bist ein Arsch! Das ist Push. Das ist scheiße. Warum zur Hölle ist überhaupt ein Loch? Warum ist da einfach ein fucking Loch mittendrin? Das war bei Alpha. Ist das normal? Ich glaube nicht. Guess not. Es wird, also Rost wäre schon sehr seltsam, weil dann hätte Alpha es geschafft, dass eine Stelle rostet, die Plastik ist. Ich glaube, wäre jetzt voll. Fuck! Das habe ich mich auch vorhin schon gefragt. Schön mitgewackelt, wie du da sauber gemacht hast. Passt. Und schon wieder schief. Bullshit, ist es schief. Schaut doch mal, wie viel besser das neue Logo aussieht. Oh, Halleluja. Und vor allem hinten, schaut doch mal den Unterschied an. Oh. Oh, ich glaube, ich brauche eine Minute.
Die alten Teppiche, vor allem die vorne, die sehen ziemlich ausgeblichen, nicht mehr so gut aus, abgesehen von dem Dreck. Also habe ich neue besorgt. Und jetzt hole ich endlich mal die Kiste. Woohoo! In dieser wunderschönen Kiste war neben den Emblemen und dann für die Seiten, für vorne und hinten, ist auch ein kompletter Satz, was fallen lassen, ein kompletter Satz Teppich hier vorne und hinten. Damit haben wir neue Teppiche. Jetzt stehen sie nicht mehr so blöd hoch und sie sehen ein bisschen frisch aus. Aber jetzt kommt der komplizierte Teil, nämlich fast den kompletten Innenraum mit irgendwelchen Aufklebern bekleben, die ich noch holen muss. Eine Sekunde. Das hier sind alle Aufkleber, die irgendwie in das Auto reinkommen und teilweise auch nicht ins Auto reinkommen, denn da ist sogar was für meinen Schlüssel mit dabei. Aber all diese Aufkleber werden vorne im Innenraum jetzt montiert, einer nach dem anderen. Beginnen wir! Das gefällt mir, das ist cool. Ja, wenn man da so hinschaut und man sieht da das Alfa Romeo und die Rennstreifen, das sieht gut aus. Ich glaube, da brauche ich auch das Tricolore hier außenrum nicht. Das wird gar nicht dazu passen, glaube ich. Ja, das ist hübsch. Das passt halt auch gut von den Farben her, deswegen habe ich extra diese Version genommen. Mit dem Rot und dem Schwarz passt hier sehr gut zu dem Schwarz mit dem roten Stitching überall. Und ich meine, jede Seite ist auch auf das da abgestimmt, dass sie halt im selben Stil sind. Na, du kommst perfekt. Schau, hab's Lenkrad jetzt gemacht. Hey, okay. Ja. Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Ist tatsächlich, habe ich jetzt auch mehr Grip hier, weil das ist ja so ein was ist das? So ein Kunststoff halt. Ja. Also es ist auch scheißegal, dass da jetzt diese Bereiche drin sind, wo theoretisch was sein sollte. Ich denke, da wären die Fenster aber für hinten, wenn hinten nicht die Kurbeln wären. Ja, ich habe halt die Armen-Version, deswegen habe ich auch nur die weniger Knöpfe, die ich deswegen auch nicht hinmache. Aber ja, ansonsten ist das hier im Auto eigentlich soweit fertig. Dass das hier auch gut aussieht. Ah ja, genau, die kaputt. Dankeschön. Eine Sache habe ich tatsächlich noch vergessen, es hat noch nichts mit Aufklebern im Innenraum zu tun. Ich habe noch die hier gekauft. Das sind Aluminium-Einstiegsleisten, wo das Alfa Romeo rausgefräst wurde. Die kommen hier hin, ja, werden einfach hier drauf geklebt, sind genau ausgeschnitten eben aus der Form, wie sie hier unten drunter auch sind. Und die werden tatsächlich nur hingeklebt. Und es ist auch kein Problem, dass sie ein bisschen hoch stehen. Ich habe extra nachgeschaut. Dann machen wir die noch hin und ich glaube, dann sind wir fertig. Nein, kann sich nur um Stunden handeln. Wir können es auch tauschen. Ja. Merkst du was? Mhm. Wir kommen wieder, wenn die Kleber runter sind. So, nach dem Saubermachen
immer, wie perfekt die da reinpassen. Wie als wären sie genau dafür gemacht worden. Hält. Letztendlich muss ich sagen, bin ich trotz der kleinen Mankos sehr, sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Ich meine, vorher war es einfach ein ganz normales Interieur und jetzt hat es was ganz Besonderes an sich. Die Aufkleber selber werten das Auto für mich richtig auf. Sie passen auch zum Stil des Autos, wie es vorher war. Ich meine, ich hatte das Auto jetzt mittlerweile vor 1,5 Jahren gekauft und jetzt ist es endlich genauso, wie ich es haben möchte. Also gut, jetzt kann ich mich um andere Sachen kümmern. Das ist eine geile Ah, fuck!